So. Dein Lohn für die Woche. Mehr konnte ich für dich nicht tun. Warte! Hey! Such dir lieber ein vernünftiges Versteck und bete zu Gott, dass dich niemand findet. Setz das Ding auf! Hör zu, du verrückter Kerl! Mach schon, setz auf! Hey, lass mich in Ruhe! Du Vollidiot, wirst du jetzt gerettet! Glaub mir, ich will nichts anderes als dich und deine Familie retten. Du schaffst es ja nicht mal, dich zu retten! Du kannst es dir aussuchen. Entweder du siehst durch dieses Ding durch, oder du frisst gleich die Mülltonne leer. Nein, dieses Jahr nicht. Okay. Also gut. Alles klar? Komm schon. Was ist? Ich will mich nicht mit dir schlagen. Komm her! Ich sagte, ich will mich nicht mit dir schlagen. Aufhören! Nein! Hör auf! Verdammt! Scheiße! Du sollst die Brille aufsetzen. Mann! Ich hab's dir doch gesagt. Lass mich gefälligst da raus. Du widerlicher Scheißkerl! Setz sie auf! Mach schon, sieh durch. Nein! Arschloch. Jetzt reicht's! Oh Mann, tut mir leid. Verdammt! Zur Hölle!
Siehst du sie? Sie sind überall. Sieh sie dir an. Es sind zwei, ein weißer und ein farbiger. Sei ganz ruhig. Du bist nicht der erste Penner, der aus seinem Tiefschlaf erwacht. Was ist das? Bruder, das Leben ist wie eine räudige Hündin. Und jetzt ist sie wieder heiß. Nicht was Wunderbares. Lass deine Brille nicht zu lange auf, sonst hast du das Gefühl, dir bohrt sich ein Messer in den Schädel. Wie lange sind die wohl schon hier? Wer weiß. Wer sind die? Wo kommen die her? Jedenfalls nicht aus Cleveland. Auf so ein blödes Gequatsche kann ich verzichten. Was machen wir denn jetzt? Wir werden warten. Warten? Worauf denn warten? Das ist genau die Antwort, die ich hören wollte. Gut, wenn dir die große Superidee einfällt, dann sag mir Bescheid, okay? Es muss doch noch mehr Leute geben, die sehen können. Wir müssen die suchen, die die Brillen hergestellt haben. Ja, wenn davon noch welche leben. Vor langer Zeit war alles ganz anders. Mein Daddy hat mich mit zum Fluss genommen. Hat gequatscht und mir Vorträge über Ruhm und Ehre gehalten. Bei ihm war ich geborgen. Er hat sich verändert, als ich noch klein war. Er wurde gemein und hat angefangen, uns zu verprügeln. Darum bin ich dann mit 13 abgehauen. Ich weiß noch, er wollte mir mit seinem Rasiermesser die Kehle aufschlitzen. Er hat es mir an den Hals gesetzt. Ich sagte, Daddy, bitte. Er hat es langsam immer hin und her bewegt. So wie man einen kleinen Baum fällt. Vielleicht sind sie schon immer da gewesen, diese Dinger da draußen. Vielleicht gefällt es ihnen, zu sehen, wie sich die Leute hassen. Wie sie sich gegenseitig ausradieren. Vielleicht leben sie von unseren kalten Scheißherzen. Es wird ein böses Erwachen geben. Sie werden fürchterlich büßen.
Die Zeiten, wo ich Daddys kleiner Junge war, sind vorbei. Wir versammeln uns heute. Seid um 11 Uhr bei dieser Adresse. Und passt auf, dass euch niemand folgt. Die Welt muss aufgeweckt werden. Das übernehmen wir. Wir haben eine ganz neue Nummer drauf. Überraschung. Ihr könnt die Brillen ruhig absetzen. Wir sind hier alles Menschen. Merkt euch die Adressen. Wir sind sicher. Wir haben hier eine Liste auslegen. Ist vorhin gekommen. Das ist das Neueste, was wir haben. Die tun auch nicht so weh. Sie sind weniger störend. Worauf wartet ihr? Jede einzelne Sekunde, jeden Tag sind wir alle durch unseren Fernseher einem Signal ausgesetzt. Selbst wenn wir das Gerät ausgeschaltet haben. Das Gehirn empfängt Hallo. Das Signal. Hallo. Gabst du unterwegs Ärger? Nein, wir sind prima hergekommen. Gut. In der Stadt wimmelt es vor Bullen, die hinter uns her sind. Die meisten dieser Dinger sind Menschen. Man sagt ihnen, wir seien Kommunisten und planen einen Umsturz. Ein paar werden extra angeworben. Diese Dinger locken mit Geld und Macht. Du meinst, dass sich Leute mit denen zusammentun? Die meisten Menschen verkaufen sich sofort. Dann werden sie plötzlich befördert. Ihre Sparbücher werden dicker, sie fangen an, neue Häuser zu kaufen, Autos. Fantastisch, nicht wahr? Was tut man nicht alles, um reich zu werden? Sehen Sie sich unsere Umwelt doch einmal genau an. Kohlendioxid, Fluorkohlenwasserstoff, Methan, all das wächst in bedrohlichem Maß an. Das Klima wird auf den Kopf gestellt. Sie verwandeln unsere Atmosphäre langsam in ihre Atmosphäre. Was wollen die Dinger bei uns? Wieso sind sie hier? Sie sehen nur ihren Vorteil. Das sind freie Unternehmer. Für sie ist die Erde nur ein Entwicklungsplanet. Ihre dritte Welt. Wir sind ihre Rohstoffquelle. Frei nach dem Motto, beute den Planeten aus und dann such dir einen anderen. Sie schüren unsere Gleichgültigkeit. Sie wollen, dass wir abstumpfen. Wir könnten ihr Spielzeug sein, nur da zu ihrem Vergnügen. Aber in Wirklichkeit behandeln sie uns wie Vieh. Es steht ihnen frei, mit uns zu machen, was sie wollen. Sie haben wir brauchen eine Angriffseinheit. Jemand, der ihnen die Hölle heiß macht, wenn es soweit ist. Es wird Zeit, dass sie uns wehren. Die hörst du. Wir müssen auf breiter Front. Habt ihr den Verschwindetrick von denen gesehen? Dazu brauchen wir die Einmal. Unterstützung unseres Volkes. Und die müssen wir uns erarbeiten. Was ist das? Sie haben alle sündhaft teure Uhren. Wir haben entdeckt, das sind Funkgeräte. Hiermit könnt ihr ihre Gespräche abhören. Der Witz kommt noch. Es gibt irgendeinen Geheimcode oder eine versteckte Steuerung. Ein winziger Knopfdruck und plötzlich, peng, sind sie weg. Ich frag mich, wie das geht. Okay, Leute, hört mal alle her. Seht euch an, wie wenige hier sind. Wir erreichen offenbar nicht genug Menschen. Es sollten doppelt so viele da sein. Wir werden zu nachlässig, das ist unser Problem.
Ihre Beschattung wird immer effektiver. Wir müssen also vorsichtiger werden. Verhaltet euch nach außen hin unauffällig. Geht zur Arbeit, bedient eure Stechuhren, macht, was man von euch erwartet. Wir sind zu leichtsinnig. Und das schadet der Bewegung. Ich finde, wir haben genug darüber geredet. Wir wissen immer noch nicht, wie es dazu kommen konnte. Es wird endlich Zeit, den Spieß umzudrehen. Ja, genau. Nein, nein, Moment, Moment, das funktioniert doch nicht. Wir haben keine Chance mit unseren paar Gewehren und Granaten. Na schön, und was machen wir jetzt? Wir warten auf den richtigen Augenblick. Wir spüren ihr Signal auf, verfolgen es zurück und schalten es ab. Wir wecken die Menschen auf. Einer unserer Leute, Dave, arbeitet bei KRDA. Und er ist der Meinung, dass das Signal unter Umständen von da kommen könnte. KRDA ist sauber. Die Programme gehen ohne Störungen raus. Das Signal kommt von irgendwo anders. Na, wer es glaubt, ich kann das hier ausgeschlossen. Das ist doch immer dasselbe mit denen. Jeden Tag was Neues. Ja. Seht ihr, das ist der springende Punkt. Es ist wichtig, genau herauszufinden, wo das Signal herkommt. Und dafür gibt es nur einen... Ich muss mit jemandem sprechen. Und zwar durch Unterwanderung. Wenn jemand an euch herantritt, der für diese Dinger arbeitet, sagt auf jeden Fall ja. Gewinnt ihr Vertrauen. Sie sollen glauben, dass sie euch kaufen können. Geht es Ihnen denn gut? Ja, mir geht es gut. Ich dachte, ich hätte sie umgebracht. Hätte auch beinahe funktioniert. Es war nicht meine Absicht. Ja, ja. Es tut mir alles so leid. Ich wollte doch nur... Können wir nicht... Die Frau finden. Hey, was soll das? Bist ich du irre? Wissen, wie sie ist sofort wieder in Deckung. Da draußen kannst du nichts ausrichten. Wenn ich die zum Laufen kriege, hören wir, was sie sagen. Frank. Was? Frank. Moment. Frank. Was ist denn? Gleich geht's rum. Oh, Scheiße. Sollten Sie zum Auffinden Ihres
Zielorts Hilfe brauchen. Am Ende jedes Korridors sind zweisprachige Instruktionen angebracht. Was für eine Sprache ist das? Weiß ich auch nicht. Wo sind wir hier bloß gelandet? Sieht so aus, als wären wir unter der Stadt. Vielleicht irgendein unterirdischer Stützpunkt. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Hoffentlich hat uns keiner hier reinpauzeln sehen. Operation Stahlfaust ist erfolgreich abgeschlossen. Alle Sicherheitskräfte in Ebene C einfinden. Sehr gut. Die Terroristen eliminiert. Ausgezeichnet. Geschafft. Ist genau, sehr lieb. Ich bin Sie. Danke für die Eliteeinheit. Jahre 2025 nicht nur Amerika, sondern der ganze Planet unter dem Schutz und dem Einfluss dieser großartigen Allianz stehen wird. Die Gewinne waren beträchtlich, sowohl für uns als auch für Sie, die menschliche Machtelite. Sie haben uns zu den Rohstoffquellen verholfen, die wir auf unserer ständigen Suche nach multidimensionaler Expansion brauchen. Als Gegenleistung lag der Einkommenszuwachs bei den heute hier Anwesenden allein in diesem Jahr bei durchschnittlich 39%. Na, wenn sich das nicht gelohnt hat. Und von unseren Streitkräften ist eine bedeutende Erfolgsmeldung zu verzeichnen. Das Netz von Untergrundterroristen hier an der Westküste ist zerschlagen worden. Unsere Einheiten bleiben weiterhin in Alarmzustand. Die Situation hat sich jedoch normalisiert. Ja, Jungs, alles klar bei euch? Ich wusste gar nicht, dass man euch geholt hat. Willkommen an Bord. Jetzt, wo ihr es euch leisten könnt, hättet ihr euch zu dem Anlass was Passendes anziehen sollen. Ich kann euch sagen, ich bin mächtig froh, hier zu sein. Und, habt ihr euch alles angesehen? Nein, wir hatten noch keine Gelegenheit. Kommt mit, ich zeig euch, wie es hier ist. Weißt du was? Ich wusste, dass wir einiges gemeinsam haben. Gleich, als wir uns das erste Mal sahen. Es ist nicht das Schönste auf der Welt. Hey, Ober. Entschuldige mal. Wo sind wir hier eigentlich? Hinter den Kulissen, Jungs. Ich gebe zu, es sieht ja ein bisschen schäbig aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Wie seid ihr reingekommen? Habt ihr diese kleinen Wunderdinger benutzt? Ich weiß, wir haben Anweisungen, sie wirklich nur im Notfall zu benutzen, aber es macht so verdammt viel Spaß. Also, wenn ihr die toll findet, seht euch erst das an. Na los, geht ruhig näher ran. Achtung, Pendler! Flug Alpha 7 nach Andromeda ist jetzt startbereit. Begeben Sie sich bitte auf die... So kommen Sie aus dem Weltraum. Achten Sie auf Ihr Handgepäck und behalten Sie es während des Fluges bei. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Funktioniert. Aber es läuft über irgend so ein Gravitationslinsendings. Es bündelt das Licht, jedenfalls sowas in der Art. Es bringt dich von einem Ort zum anderen. Oder von einer Welt zur anderen. Das ganze Ding hier ist im Prinzip nichts anderes als ein großer Flughafen. Jungs, glaubt mir eins. Was die tun, hat Hand und Fuß. So viel steht fest. Freunde, ihr seht wirklich scharf aus. Und jetzt zeige ich euch noch was, ihr werdet staunen. Hier sind wir am Nervenzentrum des Ganzen. Das Sendersignal geht von hier aus hoch zum Satelliten. Und von da aus weiter in alle Welt. Einfach fantastisch, hm? Hundertprozentig weiß ich auch nicht Bescheid.
Diese neue Generation von Satellitenantennen ist zwar kleiner, aber trotzdem wesentlich leistungsfähiger als die herkömmlichen Parabolantennen. Sie können damit zurzeit etwa 200 Satellitenprogramme empfangen. So, ihr beiden, die Führung ist hier zu Ende. Auch was die Empfangsqualität betrifft, ist das neue System. Können wir da vielleicht rein? Ich bin bisher noch nie in einem Fernsehstudio gewesen. Und bei dir bin ich ja wohl an der richtigen Adresse. Wisst ihr, das dürfte ja nun wirklich kein Problem sein. Seht ihr hinter mir die beiden Jungs? Freunde von mir. Hey, Brüder, ich habe ein paar von meinen alten Kumpels hier. Wir sind auf Besichtigungstour. Wie sieht's aus? Können wir reingehen? Lassen Sie diesen Unsinn. Haben Sie Ihre Legitimationskarten? Könnt ihr kriegen? Nein! Los, wir machen die Tür. Schalldicht. Woher kommt dieses Signal? Vom Dach, da ist der Set. Holly arbeitet hier irgendwo. Wenn sie durchgekommen ist, können wir vielleicht zusammen aufs Dach und diesen Sendealarm legen. Wartet mal, ihr macht da einen gewaltigen Fehler. Nein, den Fehler hast du gemacht. Nein, nein, hört mir doch zu, bitte. Ich hab gedacht, ihr Jungs versteht das. Es geht ums Geschäft und weiter nichts. Ihr versteht es wohl immer noch nicht, oder? In Wirklichkeit gibt es keine Länder mehr. Menschen, die gut sind, schon gar nicht. Die haben alles unter Kontrolle. Ihnen gehört einfach alles, dieser ganze Scheißplanet. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Was ist denn falsch daran, wenn man es auch mal gut hat? Und sie sorgen dafür, dass es uns gut geht, wenn wir ihnen helfen. Sie werden uns in Ruhe lassen und wir können unser Geld verdienen. Ihr kriegt von dem Kuchen auch ein Stück ab. Und das wollt ihr doch, das weiß ich, ehrlich. Das will doch schließlich jeder. Und sowas tust du deinen eigenen Leuten an. Was ist daran so schrecklich? Wir verkaufen uns alle Tag für Tag, dann können wir auch gleich auf den richtigen Zug aufspringen. Also macht's gut. Schnell, los! Oder die 30-Sekunden-Pause? Das wird die 30-Sekunden-Pause sein, aber ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir müssen überziehen. Wahrscheinlich. Wir haben ein paar technische Schwierigkeiten. Was ist denn jetzt schon wieder los? Kommen Sie mit. Was ist denn passiert? Und was jetzt? Wir müssen rausfinden, wo wir sind. Entschuldigen Sie bitte. Komm weiter, Mann. Warte gleich. Kennen Sie eine Miss Holly Thompson? Komm weiter, Mann. Wird's beiß. Holly Thompson, stellvertretende Programm so und so. Wo ist sie? Ich will... Sicherheitsalarm. Sektion Delta und X-Ray sofort im vierten Stock melden. Wo ist Holly? Ach du Scheiße. Also ich sterbe wirklich sehr ungern, Leute, aber könnte mir von euch einer erklären, wie ich aufs Dach komme? Hey. Ich lieber, wo es hier aufs Dach aufgeht. Da hinten durch ist ein Fahrstuhl, auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Vielen Dank, sehr freundlich. Es muss noch mehr als einen Weg geben, der nach oben führt. 39.50, sind in Sektor S3. Sie sind gerade durch. Ich höre Sie im 19. Stockwerk über mir. Verstanden. Wir sind im 21. Wir werden Sie in Empfang nehmen. Da lang, da lang!
Sicherheitsalarm. Nicht identifiziert Personen bewegen sich in Richtung Land. Komm, wir ab! Ist da unten alles klar? Bei mir ist alles klar. Und bei dir? Nein, tu das nicht. Halt dich da raus, du kannst nicht gewinnen. Bleiben Sie von der Antenne weg, oder wir eröffnen das Feuer. Komm, gehen wir zusammen rein. Sie haben 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6. Das war's dann. Die Pressekonferenz der Oscar-Gewinner und wie man sich ein Segelboot kauft. Jo, danach sehen Sie die Augen. Was ist denn los? All der Sex und die Gewalt im Fernsehen gehen mir viel zu weit. Das muss ein Ende haben. Davon haben die Leute die Nase gestrichen wollen. Filmemacher wie George Romero und John Carpenter setzen sich durch ihre besondere Art mit der... Fühlen Sie die Energie des Blitzes, wann immer Sie mit dem Wagen auf der Straße sind. Spüren Sie die Kraft des Sechszylinder-Fahrwerks, wenn Sie im Cockpit sitzen. Und nichts kann sie mehr aufhalten. Fast nichts. Hey, stimmt was nicht, Schätzchen?
US Air Force Colonel Icil Hamble. Passionierter Golfspieler. Experte für Luftaufklärung. Wir schicken die Jäger hin und heizen ihnen ein. Er kennt den Krieg nur aus dem Hauptquartier. Ich finde es großartig, dass du dich freiwillig gemeldet hast. Und aus 10.000 Meter Höhe. Mayday, Mayday! Wir haben uns erwischt! Keine Panik! Eine Seite des Krieges kennt er noch nicht. Diese Seite. Wir haben schon viele Jungs aus dem Dschungel geholt, aber noch nie einen Lieutenant Colonel, der 53 ist. Bad 21. Er wird gejagt, aber er ist nicht allein. Keine Sorge, Bad 21. Wir werden sie schon rausholen. Aber garantiert nicht mehr heute. Negativ, negativ. Es muss heute sein. Wir wollen mal was klarstellen. Ich bin der Doktor. Und Sie sind der Patient. Sie tun, was ich sage. Ist das klar? Hier, Bad 21, ich folge den blauen Markierungen. Er kann Ihnen nicht über Funk erzählen, wo er hingeht. Also legt er einen fiktiven Golfplatz an. Schon mal Golf gespielt, Captain? Nein, Sir, ist in unserer Gegend kein beliebter Sport. Hambleton ist weitergezogen. Ich muss wieder rauf, ich muss ihn finden. Du bist mehr Zeit in der Luft als auf der Erde. Ich schwöre dir, ich bringe diesen Mann wieder zurück und wenn ich dabei hops gehe. Ich habe heute einen Mann getötet. Ich kenne Sie nicht, aber Sie sind kein Killer. Gene Hackman. Um mich herum sterben alle. Danny Glover. Ich weiß, da unten ist alles anders. Zu nah, viel zu nah. Sie greifen an! Sie greifen an! Solange ich denken kann, bin ich Soldat. Aber zum ersten Mal weiß ich, was Krieg ist. Bad 21. Mitten im Feuer eine Rettungsaktion, die Geschichte machte.